Ach so, ihr locken wie klar oder was? Ja. Läuft? Läuft die ganze Zeit. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mit Cappy. Ja, Corona-Zeit ist schwere Zeit. Mein Friseur hat zu. Und deswegen habe ich die Cappy, bevor ich hier wie so ein Montichi aussehe. Ja, hier kann ich mich rasieren, aber dann nicht. Heute zum Thema Hyundai i30N. Ja, das Projekt geht weiter. Wir haben ein paar Designs dafür entworfen, so ein bisschen Digitaldruck oder so weiter. Aber irgendwie war mir das so ein bisschen zu kitschig. Ja, ich fahre jeden Tag, jetzt vierte Woche. Vierte Woche. Und der macht Bock, wirklich. Der macht richtig Bock, das Auto. Guck, wie schön sauber der ist. Ich mache den sauber immer und so weiter. Das ist auch nicht normal bei mir, ne? Dass jedes Auto so sauber ist. Ne? Wirklich, wirklich ein tolles Auto. Jetzt machen wir ein bisschen Design, damit wir für die Torpedo-Gruppe so ein bisschen Werbung machen und für Prior Design und für Hyundai allgemein. Let's go. Gerade so ein bisschen. Guck mal, kannst du mal gucken? Ja. So, oder ein bisschen tiefer? Ich würde es einen Ticken tiefer hängen. Vielleicht gerade mit dem Griff. Mhm. So, fertig. Jetzt haben wir so. Das haben wir überlegt. Hier kommt noch so ein N. Ja, die plottern das gerade. Hier kommt so ein N, aber ich würde das auch, glaube ich, gerade machen, aber vielleicht schräg machen. Ich würde es schräg machen. Gucken wir, wer das da ist. Ja, das gehen wir da hinten jetzt. So oder höher? So oder hier? Nee. Genau das. Die Dinger sollen wir auf die Heckklappe drauf machen oder? Heckscheibe. Ich mag eigentlich nicht auf der Heckscheibe, so sehe ich nichts. Ja, so schnell, du guckst eh nicht hinten. Richtig. Das Spoiler kannst du so als Klebeband abstellen. Was richtig cool ist, ist auch die Leuchter, ne? Die Bremsleuchter. Ganz oben kommt Torpedogruppe. Ich weiß das doch. Ja, du wolltest das ja nur vorbereiten, ne? Mal die auszubilden. Findest du so? Nee. Viele schreiben auch als Kommentar: Hallo Herr Prior. Ich weiß nicht, Herr Prior. Es gibt gar keinen Herr Prior. So? Ich find's gut. Ist das so? Guck mal hier, was wir haben. Haben wir frisch reingemacht, deswegen. Guck mal, das greift so. War schön gemacht. Oh, jetzt hab ich auch ein Logo drauf getreten, ey. So. Der Boden immer noch so zufrieden. Jo. Auf der Haube haben wir auch auf die Haube. Kommt auch das N noch mit drauf. Nur N? Und dann schauen wir mal, wie viel Platz wir noch haben. Auf dem Dach? Hubschrauberverfolgungsjagd oder sowas? Ihr lacht, falls mich NASA sehen will, von oben. Guck mal, so ein P. Guck mal, da wird ein Prior. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, wer oben guckt, ne? Nein, wir haben noch ein paar Aufkleber. Und zwar, das ist für die andere Seite, ja? Genau. So, was richtig doof ist, wir haben gerade das Auto gewaschen. Jetzt machen wir die Aufkleber drauf. Da muss ich den Pulver drauf tun, dieses Scan-Pulver, und muss das Auto scannen. Und danach wieder waschen. Weißt du, was mich auch wundert, dass das Auto relativ günstig ist? Ich sag mal, das ist schon ein günstiges Auto, ne? Und trotzdem richtig, richtig gerade Spaltmasse. Mhm. Ne, wirklich, also hier, auch hier, guck mal, überall schon eine Spaltmasse. Wenn ich bei dem deutschen Hersteller XY manchmal sehe, hier zum Beispiel ist 0,5, 0,3, 0,2, 0,4, 0,3. So, wirklich hier nicht. Hier nicht.
Aber sehen wir meistens dann, wenn wir das Auto scannen, ja, und dann spiegeln, da sehen wir wirklich, oh, okay, hier ist schief. Schönes Auto. Hab ich schon gesagt? Ich glaube noch nicht, ne. Heute nicht, ne? Ne, noch gar nicht, glaube ich. Und die Farbe ist wirklich sehr, sehr, sehr pflegeleicht. Obwohl der manchmal schmutzig ist, sieht man nichts an dem Auto, ne? Sollen wir das Projekt Hardcore schon zeigen? Die okay, Leute wollen dann machen wir so. Wir machen jetzt gleich die Aufkleber, dann quatschen wir nicht. Dann machen wir einfach die Aufkleber gleich drauf, vielleicht hilfst du mir. Und dann am Ende zeigen wir die Designs. Ja? Guter Plan. Na, let's go. So, da sind wir wieder am Rechner bei mir. Ach, in der Kommandozentrale. Hört sich so an, ne? Bei Star Trek. So sieht's aus, meine Freunde. Das waren die Designstudienvorschläge von uns für die Folierung. Also auf jeden Fall, das waren die Folier-Designvorschläge. Hat mir aber nicht so wirklich gefallen. Wir machen es ein bisschen schlichter und ein bisschen eleganter. Ja? Wir machen für den Hyundai i30N auf jeden Fall ein Spoilerlippen-Kit. Ja? Das bekommt ihr auch bei der Torpedo-Gruppe, bei dem Hyundai in Dresden. Was wir mit dem abgemacht haben, dass zum Beispiel alle Kunden, die wir da hinschicken oder die direkt dahin gehen, bekommen eine 0% Finanzierung. Wirklich ein Top-Service von einem Hyundai-Partner. Garantie und alles. So sieht's aus. Machen wir auf jeden Fall ein Spoiler-Lippen-Kit. Das wird nicht so teuer. Ja, also viele haben schon geschrieben, ja, dann fang an zu sparen und so weiter. Nein, wir machen das wirklich so günstig, wie es nur geht. Man muss aber beachten auch, dass wir das in Deutschland produzieren und die Preise sind etwas anders als im Ausland. Ja. Wir sind auch in einer Testphase, die Teile doch in ABS zu bauen, aber in anderem Verfahren. Da will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen, weil nachher klappt das nicht und dann habe ich zu viel gequatscht. Ja, aber ich bin dabei, eine Maschine auszutesten, dass wir das in ABS bauen. Ja, dann ist er natürlich sehr, sehr kostengünstig. Und die Produktion geht wirklich tschak, 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 wie auf Fließband. So, mein Lieblingswort zum Sonntag ist? Whitebody. Whitebody, zum Thema Whitebody. Ich nenne das Projekt Melzec Hardcore Edition. Achtung! Achtung! Eieieiei. Ich freue mich, wenn das so aussieht. Guck mal jetzt. Komm ein bisschen näher. Das können wir gleich das Video nochmal reinschneiden. Ja? Und auch die Bilder so ein bisschen rein zeigen. Ja? Guck mal, die Lufteinlässe. Ja? Ich habe noch ein anderes Bild hier. Zack. Das kann man schön vergrößern. Wir haben so einen Rahmen gebaut hier. Siehst du das? Zack, so eine Strebe. Und natürlich das. Auch schön quasi so mit so einem Knick. Siehst du das? Kann man sehen? Ja, ja. Ja, das ist so ein Knick war. Dass wir das wirklich sehr, sehr, sehr in das Auto integriert haben. Ja. Komm, das ist ja, das ist ein Traum, Arsch. Traum vom Arsch. Arschtraum. Sieht echt gut aus. Ja. Echt Hammer. Ich habe mir auch den Heckspoiler angeguckt. Ja. Bei dem Heckspoiler bin ich, oh, jetzt bin ich bei dem Video gelandet. Bei dem Heckspoiler hier. Wenn der Wind von vorne kommt, dann geht der Wind hier so. Das meiste, damit der so ein bisschen Anpressdruck bekommt, ja, dann muss er hier so eine kleine Lippe quasi den Arsch hier runter, denkst du, weil die meisten DTM-Spoiler und so weiter ist höher als das Dach. Weil dann geht die Luft hier nicht nach unten, ja, sondern der wird hinten angepresst, ja, angedrückt an Asphalt. Und da kann man ein bisschen besser ballern. Ja. Was man nicht machen soll, ja, ist so einen fetten Spoiler drauf und vorne nichts. Das ist gefährlich, weil dann bekommt ihr zu viel Anpass hinten und zu wenig vorne. Also das muss so ein bisschen Gleichgewicht sein. Ja. Und so ein Kit ist nicht mal eben ohne. Ja. Das muss ja auch wirklich bei 250, 70, 80 funktionieren.
Ja. Auch Windgeräusche technisch, oder? Auch das, ja, das ist nicht mal ebenso, ne? Also das ist wirklich nicht mal eben, ach komm, wir zeichnen was, wir machen was und ist Feierabend. Also ich würde mir wünschen, das ist die Hyundai PD Edition. Nicht i30N, sondern P30D. Mega, ja. Direkt für den Hyundai vom Band. Wie breit ist der jetzt? Oder wie viel breiter ist der jetzt? Ja, also wir planen den, dass wir den hinten um 5 cm verbreitern, und vorne um 3. Das hört sich wenig an. Ich meine, 3 cm ist ja so, ja, und 5 ist vielleicht so. Problem ist aber, die Radläufe laufen ja nicht so, ja, die Seitenteile, die laufen jetzt schon so. Und wenn wir etwas höher gehen, guck mal, ja, man guckt in den originalen Hyundai, wir gehen schon ganz hoch und dann geht das runter und allein hier gewinnen wir optisch bestimmt schon 2-3 cm, ja, quasi hier und auch hier, ja. Siehst du, die Verbreitung geht jetzt übertrieben, aber so übertrieben, ja, so schräg. Und dadurch hier denkst du, okay, der ist bestimmt 20 cm breit. Nein, ist er nicht. Ja. Ja, was mir immer noch nicht gefällt, dieses Loch hier. Ja. Kann man sehen? Das ist. Das Problem ist, hier sammelt sich immer Dreck. Ich bin jetzt das Auto ein bisschen länger gefahren und für mich persönlich sammelt sich hier immer viel Dreck. Ja. Das wirbelt hinten auf und natürlich sammelt sich meistens hier auf diesen Dings hier. Und das ist nicht schön. Aber dafür gibt es ja uns, die sich Gedanken machen, wie ändern wir das? Schaut mal jetzt hier, ja, auf die Heckklappe, das habe ich damit gemeint. Kannst du sehen, Sascha? Ich finde das stimmiger, das ist ein Abschluss, weil irgendwie da, weiß ich nicht, also meinst du das nicht? Ist beides nicht schlecht, ne? Aber dadurch, dass wir zum Beispiel diese Hardcore-Version machen, hier mit Lufteinlässe, die stehen ja komplett ab, ja, das stehen 5 cm ab hier von der Karosserie, dann wenn wir das so machen, ja, hiermit, dann wird das schon wild genug, glaube ich, hinten. Das ist jetzt nicht schlecht, also optisch sieht das gut aus, ja, also so, finde ich, ich habe ja nichts zu meckern, das ist optisch, nur praktisch, ich rede von praktisch, praktisch ist dieses Loch nicht praktisch. So ist praktischer. Ne? Ich kann immer gucken. Also, falls irgendeiner das von Hyundai sieht, der kann sich gerne bei uns melden. Und dann bauen wir eine Sonderserie daraus. Das ist so meins. Ne? Also ich glaube, ein paar Käufer würden sich da finden. Glaube ich. Alle drei Bodykits, ja, also diese Lippenbodykit, diese kleine Verbreiterung, also das sind die schmalen Verbreiterungen, ja, und das Hardcore Edition White Bodykit für den Hyundai, werden alle mit TÜV sein, das blendet mich irgendwas hier. Wir bauen im Prinzip alle Kits nach der neuesten TÜV-Norm und ja, deswegen sind die alle eintragungsfähig. Was? Ein bisschen. Da. Ja, also das White Body Kit kostet 26.800 Rubel. Wenn man das teilt, sind 4.000 Euro. Nein, Spaß. Ich habe schon den Blick gesehen. Oh, hat er nicht gesagt. Nein, Spaß. Ich schätze mal, Achtung, jetzt bitte nicht festnageln, ja? Keine Vorbestellungen oder sonstiges. Das White Body Kit wird sich ungefähr bei 4.000 Euro einpendeln. Für Endverbraucher brutto und die Hardcore-Version, also die breite Version, ich schätze mal um die 4.500 Euro ungefähr. Ja, also ein bisschen mehr, weil da ist auch mehr Material. Ja. So, dann würde ich das so machen, dass wir das Video vielleicht jetzt abschließen einfach, Sascha. Ja, machen wir. Machen wir jetzt aus und ja, nächste Woche machen wir dann für Donnerstag das Video scannen, in 3D zeichnen und solche Geschichten. Weil das ist auch wieder sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Und oh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Aktiviert die Glocke. Schenkt mir oder uns ein Abo. Na? Und die Abonnentenzahl, die explodiert zurzeit bei uns. Wirklich vielen lieben Dank. Also ich hätte niemals gedacht, dass das so explodiert. Ja? Also ich habe mir schon gedacht, okay, ein paar Leute werden das schon gucken, so 400, 500, aber das hat so passiert, wie es passiert ist.
bin ich sehr überrascht. Ja. Wolltest du noch was zu der Saisoneröffnung sagen, die ja leider nicht stattfinden kann? Ja. Ist abgesagt, tschüss. Nein, also jetzt quasi heute wäre bei uns Saison-Opening. Normalerweise richtig coole Veranstaltung. Hier kann man noch ein bisschen in den anderen Videos hier unten, wenn ihr guckt, ein bisschen in unserem YouTube-Channel, da kann man vom letzten Jahr Saisoneröffnung sehen. Videos, es ist wirklich sehr, sehr, sehr bunt. Ja? Von Golf bis zum Aventador SV. Ja? Oder Ford GT hatten wir auch schon mal hier. Ja? Das ist extrem, extrem selten. Ja? Also guckt euch auch die anderen Videos an. Und ja, das war's hier aus Komplettfort. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ciao.